Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Heute steht dieses Teil hier auf dem To-Do-Zettel. Und zwar auf dieser Seite, um den Cobblestone zu generieren. Den Gravel. Ich hole mir hier gerade mal noch. Oh, schon wieder voll. Kommt ja ordentlich was raus hier. Hier flicken wir gerade mal wieder. So, also. Und zwar müssen wir da dasselbe bauen wie drüben auch. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt haben wir hier natürlich doof gebaut. Ich will es genau symmetrisch bauen. So, und alles, was ich brauche, ist hier schon drin. Was ich natürlich nicht habe, ist dieses Zeug hier. Und ein Builder's Wand. Das Wand habe ich auch nicht mehr. Außerdem habe ich gerade unten mal noch den Mülleimer eingebaut, damit uns nicht dauernd die Slimes um die Ohren fliegen. Hier muss man natürlich gleich auch noch ein bisschen Licht einbauen. Hoffe mal, es reicht bis rüber. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt ein Torch haben wir. Besser wie keiner. Kann man hier mal einen wegmachen. Und da auch. So. Weil wir brauchen hier unten natürlich auch noch mal eine Versorgungsart Plattform. Immer noch. Aber mir fällt gerade was ein. Ich wollte ja hier ein paar Lampen einbauen. Dann hole ich mir mal Torch dadurch. Ich glaube, hier kommt eine Lampe hin. Dann machen wir, glaube ich, hier noch eine hin. Da haben wir jetzt vier zwischendrin Platz. 2, 4. Und hier. Dann können wir nämlich die Torches hier schon mal abbauen. Torches. Und da ist fast hell genug. So. Ich hoffe mal, das reicht jetzt hier unten. Nein. Es war ja zu klar. So, jetzt passt's. Okay, also wir müssen hier gleich mal einen Block drunter setzen. Und da fließt nämlich das Wasser runter. Ich hatte mir eigentlich zum Ziel gesetzt, dass ich das alles in dieser Folge schaffe.
Okay, wenn hier das Wasser runterfließt, kommt hier das Wasser hin. Dann passt es eigentlich, dass hier das hinkommt. Moment, hier fließt das Wasser runter, dann kommt hier die Lava hin. Also Wasser, Lava, Cobblestone, sehr schön. Dahin und hier kommen dann die Carpenters-Dinger hin. Dann kommt ein Fass mit diesen Upgrades dahin. Hier. Ich habe wirklich alles durchgeplant. Ich hoffe mal, mir fehlt nichts. Die Transfer-Node und ein Lever. Den machen wir aus. Passiert nichts. Mach mal an. Cobblestone wird generiert. Sehr gut. Okay, passt. Dann kommt die Energie, genau. Energie wollten wir gleich am Anfang eigentlich platzieren, damit es ein bisschen Zeit hat, sich zu füllen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo der. Hier kommt der hin. Dann machen wir hier die Energiequelle hin. Da sollten wir eigentlich nicht so viel Strom benötigen. Deshalb nehme ich die mal wieder mit. Okay. Der generiert jetzt natürlich nichts. Nach oben Output. Dann kommt hier der Autohammer hin. Aber auf welche Tiefe der kommt? Hier ist die Lava. Kommt direkt neben die Lava. Und kriegt hier mal gleich Strom. Dann kommt der Autosieb direkt daneben. Dem geben wir auch Strom. Da müssen wir uns mal schnell. Ne, wir belassen das mit dem Buch jetzt mal kurz. Und dann kommt hier noch Itemkonto jetzt hin. Und da nicht. Always insert always. Dann kommt es hier drüber. Immer raussaugen, nicht in die Lava fallen und insert. Gut. Dann kommt hier der Gravel raus. Der Gravel muss. Das war mir noch ein Rätsel. Ich weiß nicht mehr, wie ich das hier gebaut habe. Okay, da hängt eine Kiste dahin. Iron Chest. Dann machen wir uns doch davon mal schnell eine. Die können wir dahin pflanzen und das so machen. Insert, extract always. Also wenn was da rauskommt, wird immer rausgezogen. Ich mag gern hier einfach genug Platz zum Laufen.
da haben wir sogar noch einen Torch. So. Dann kommen hier die zwei nicht mehr die zwei Crafter hin. Die brauchen, glaube ich, auch Strom. Ja. Gut. Dann kommen da unten drunter eins unten drunter. Also hier die zwei Alloy-Smelter. Da kommen wir der Item-Konto extract. Der hier ist disabled. Irgendwie generiert das halt noch nicht genug Strom, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir brauchen jetzt ein paar von diesen. Oh, warte mal, wir haben doch eigentlich. So, hier haben wir doch alles drin. Einmal Aluminium, Kupfer, Gold, Eisen, dann Lead. Nickel, Platinum, Silber und Tin. Hallo, ich will das. Ich will das nicht mehr haben. Geh weg. Also Aluminium 2, 4, 6, 8, 9. Gut, dann brauchen wir hier mal ein bisschen was zum draufsteigen, weil wir so klein sind. Moment, Item Conduits, Item Filter, Insert Item Filter, Insert Item Filter. So, ich tue mir hier das hier rein, das hier. Und das. Die vier haben wir jetzt. Und Silber machen wir vorne noch rein. So, da kam schon was raus. Da haben wir auch schon Strom, dann können wir den mal aktiv machen. Das bleibt drin, genau. Apply. Den auch. Apply. Kann da nichts raus. Und die jetzt mal rein. Und dann haben wir die Rezepte nämlich ja schon drin. Platin.
Platinum fehlt noch. Und Nickel. So, jetzt weiß der, was er damit zu tun hat. Die hier unten haben natürlich wieder keinen Strom. Und das ist jetzt auch geregelt. Da haben wir mal Eisen drin und hier haben wir Tin drin. Gut, der zieht alles richtig raus. Dann kommt jetzt die Dolly mal kurz zum Einsatz, wenn ich sie finde. Muss ich nämlich gerade mal ein bisschen Platz machen. Und den kann ich so nicht abbauen. Die gehören da oben hin und die glaube ich da. Gut. Eine Solarzelle scheint mir doch ein bisschen wenig zu sein. Arbeitet der hier noch? Nee. Haben wir ausgemacht. Gut, jetzt kommen die Fässer dran. Die haben wir da auch eins versetzt gestellt. Ich weiß nicht genau, wie viel ich brauche. Aber das wird sich ja am Ende rausstellen. Ich habe auch einfach mal 18 gemacht. Wie beim anderen auch. So. Itemkonduits kommen von hier. Die werden wir jetzt aber mal noch nicht verbinden. Pflanzen wir nur mal so dahin. Die Upgrades kann ich eigentlich später reinmachen, die kann ich offline machen. Ich mache jetzt einfach mal hier die Verkabelung noch. So, hier kommt überall Insert rein. Ist ja klar. Und das ist jetzt im Prinzip der gleiche Aufbau, wie ich ihn drüben habe. Das habe ich ja drüben, glaube ich, in zweimal gesplittet gehabt. Dass ich das in zwei Aufnahmen drin hatte. Und wie ihr seht, also hätte ich das alles in die Folge reingepackt, ohne die Sachen, die ich gebraucht hätte. Jetzt kontrollieren wir gerade mal. Scheinen alle richtig zugeordnet zu sein. Disable. So, guck mal da, da kommt schon Zeug an. Da kommt jetzt alles aus der Kiste raus.
was eben hier nicht rein darf. So wie es auch sein soll. Und wenn wir das jetzt hier einfach mal laufen lassen, dann sehen wir gleich, dass es weitergeht. Und da unten müssen wir noch die zwei Kabel dran machen. Extra good always. Always. Und dann haben wir hier auch schon die Barren drin. Genau. Das war es jetzt so vom Aufbau. Was wir jetzt noch machen, ist hier nochmal so ein Lackbuch. Wenn wir dafür noch welche haben. Zwei Bücher. Zwei Bücher, zwei Federn und zwei Inksacks. So. Bleibt das drin? Ah ja, okay. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Wir brauchen ein Efficiency maximal, also 60 und 12 Emeralds. Krieg mal locker hin. Level. Nee, das wollte man nicht. 40 Level könnten eher unser Problem werden. Nee, doch nicht. So, 12 Emeralds, ein Fortune 3. Und dann noch 60 Redstone. Level noch mal. Haben wir beides. Und dann verkraften wir die, kostet 20. Waren das wirklich 20? 12. So. Jetzt haben wir wieder ein maximales Buch. Und jetzt brauchen wir doch noch ein Item-Conduit, ein Item-Filter. Eine Kiste sollten wir noch mal irgendwo hier haben. Da müssen wir einen Hopper draus machen und der Hopper wird mit Papier zum Item-Filter. So, der kommt nämlich jetzt hier rein. Blacklist, dieses Buch. Und dann können wir das Buch hier reinlegen. Und es kommt viel mehr Zeug raus. Aber das machen wir jetzt mal nochmal aus. Ich muss dann nochmal umbauen. Alter, wie viel hat denn der Hammer da hinten schon produziert? Ach so. Wir haben noch irgendwo ein Level. So,
jetzt läuft es mal leer hier. Okay, das war ein bisschen ja, komplizierter als ich gedacht. So, weil wir müssen hier eine neue Sortierung reinmachen. Das gefällt mir so nicht. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.